Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de. Ja, mein Name ist Thomas Lesnig, Kapitän vom TSC Euskirchen und meine Position ist linker Flügel. Hallo, mein Name ist Mahmoud Bashite, ich spiele auch beim TSC Euskirchen und meine Position, spiele auf der Verteidigungsposition. Ja, wir machen für euch heute den Spieltag-Tipp des 24. Spieltags der Mittelrheinliga. Erstes Spiel, Hürth gegen Bergisch Gladbach. Ja, in Hürth kennen wir ja viele Bekannte noch, die letztes Jahr bei uns in Euskirchen waren. Bergisch Gladbach hatten wir jetzt am Wochenende, eine sehr spielstarke Mannschaft. Ich tippe auf ein 1:1. Ja, sehe ich genauso. Ja, nächstes Spiel, ich lese dir das vor. Alfter gegen Hennef, wie ist dein Tipp? Also mein Tipp ist da ganz klar, Hennef befindet sich gerade in einem Loch, aber wie gesagt, Alfter befindet sich momentan auch unten, deswegen wird das ein sehr schwieriges Spiel und da tendiere ich auch auf ein Unentschieden. Wie das dann, ob es dann ein 1:1 wird oder ein 2:2, bleibt halt offen, aber eher ein Unentschieden. Ja, als nächstes Spiel dann Merten gegen Breinig. Breinig, für mich eine der Überraschungsmannschaften dieses Jahr. Spielen in Merten. Merten hat jetzt unten sich ein bisschen Luft verschafft, sind natürlich immer noch voll im Abstiegskampf. Da tippe ich auf ein 1:2 für Breinig. Nächstes Spiel dann Wesseling-Urfeld zu Hause gegen Hillal Marok. Okay, also da bin ich mir auch ganz sicher, dass das ein Sieg für die Wesslinger wird, weil Hillal Marok momentan auch in einem sehr tiefen Loch steht. Und ja, ich glaube, die letzten vier Spiele so gut wie gar nichts gewonnen. Von daher wird das, schätze ich mal, auf ein 3:0 für Wesseling. Nächstes Spiel, Siegburger SV gegen Friesdorf. Für mich sehr, sehr schweres Spiel zum Tippen. Siegburg auch in der Rückrunde jetzt sehr viele Punkte geholt. Wir hatten gegen sie ja noch das erste Rückrundenspiel gewinnen können. Mit ja, ein bisschen Dusel, muss man sagen. Und Friesdorf für mich eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft. Was tippst du? Ich würd fast sagen 1:1 oder 2:2. Ich glaube, Friesdorf geht da schon mit einem Sieg raus. Also okay, dann tippen wir mal 1:2 für Friesdorf. Ja. Nächstes Spiel, Herkenrath gegen Freialdenhofen. Ist auch ein schwieriges Spiel zu tippen. Das sind zwei Mannschaften mit einer sehr hohen Qualität, ne? Mit sehr guten Spielern, mit sehr guten Einzelspielern. Aber ich glaube, so wie Herkenrath momentan drauf ist, ne, auf dem ersten Platz, die haben einen Lauf, wird Herkenrath das, glaube ich, gewinnen. Und da würde ich auch so auf ein 2:1 tippen, weil Freialdenhofen hat ja auch was zu bieten. Vorletztes Spiel, Fichtal gegen Arnoldsweiler. Ja, bei Fichtal möchte ich erstmal meinen alten Kollegen Marvin Iskra grüßen. War lange weg in Amerika, als sein Stipendium da jetzt auslief, kam er zurück. Ja, Marvin, ich freue mich, wenn wir uns dann in 2-3 Wochen auch sehen. Ich hoffe, jetzt triffst du dann auch weiter. Daher gegen Arnoldsweiler tippe ich auf 2:0 für Fichtal durch 2 Tore Marvin Iskra. So, das letzte Spiel, Pesch gegen Euskirchen in Pesch. Ja, was soll ich dazu sagen? Da glaube ich, muss ich gar keinen Tipp abgeben. Ich denke, da gehen wir mit 3 Punkten wieder nach Hause. Wir müssen punkten, das ist zwingend. So sicher sind wir jetzt auch noch nicht. Und naja, Pech muss auch, aber naja, der Wille von uns halt momentan einfach da. Ne? Wir wollen uns auch gut auf Aachen vorbereiten am Mittwoch. Wir wollen zeigen, was wir Sonntag drauf haben. Und ja, ich tippe da auf ein 2:0 für Euskirchen. Sehr gut. Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de.